Ich will nichts sagen, ne? Aber die Viecher nerven. Und das übelst. Okay. Ach, das sieht so nach C4-Plänten aus. Oh, jo. Interessant, dass wir es halt nicht vorher schon machen hätten können. Viereck und das andere war Kreis oder Dreieck? Ah, Kreis war es. Ja, dann kommt die PlayStation 5 denn Ende des Jahres oder Mitte des... Nee, Ende des Jahres raus. Wir sollten mehr als genug Zeit haben. Also ich kenne darauf nichts. In den unteren Ebenen der Anlage musste Grayson hohen Druck und extreme Temperaturen aushalten, als er nach Rain Bouchard suchte. Um nach unten zu kommen, musste er nur dem Netzwerk von Bauten folgen, die den Wasserlauf steuerten. Jede Minute wurden dem Rhein Millionen von Litern entzogen, die durch die unterirdischen Rohre flossen wie Blut durch einen riesigen Embryo. Okay. Bestien Umwandlungsanlage Bonn, Deutschland, 1. September 1951. Dieser Komplex ist verdammt tief. Hat er überhaupt einen Boden oder führt er einfach immer tiefer ins Erdinnere? Die Suche nach dem Energiekern dauerte länger als erwartet und hat Bouchard möglicherweise das Leben gekostet. Doch ich bereue meine Entscheidung nicht. Die Zerstörung dieser Anlage hatte immer oberste Priorität. Der Marquis kam immer als erst an zweiter Stelle. Wenn Rain hier stirbt oder wenn ich draufgehe, war es trotzdem wert, um ein paar Bestien zu töten. James, es geht nicht mehr weiter. Ich bin in einem anderen System. Einer Kammer mit Gas. Oh, sie injizieren mir etwas. Oh, nein, nicht. Verschwindet. Rain, ich bin weiter unten. Ich muss ganz nah sein. Halten Sie durch. Mallory, ich habe Bouchard gefunden. Wir sind bald oben. Warten Sie auf uns. Als ob der Typ auf uns wartet. Bezweifle ich irgendwie. Aber ja, PS5 kommt denn ja dieses Jahr raus. Ich würde es halt cool finden, wenn es wirklich ein neues Killzone geben würde. Schön mit Couch-Koop, eine richtig geile Story. PS5 denn als mit der neuen Grafik-Engine denn. Beziehungsweise die ist dann ja auch ein bisschen stärker. Und das wäre halt wirklich nice, wenn halt sowas geben würde. Oder ein neues neues Resistance. Weil Resistance gab es ja nur auf PS3 dann nachher späteren. Gab es ja eigentlich nur noch PS3 technisch am Start. Gab denn ja für PS4 nie einen Nachfolger. Die Frage ist halt, ja, ist es denn vielleicht... Ist es denn vielleicht schon abgeschlossen mit Teil 3? Also auch richtig abgeschlossen, dass es keinen Nachfolger mehr nötig hat? Oder wie auch immer, das werden wir dann alles erfahren. Resistance, wie gesagt, wird auf jeden Fall komplett kommen. Außer halt Burning Skies aufgrund einer nicht vorhandenen PS Vita. Nochmal so als kleiner Hinweis. So. Nicht sehr ansprechend, Ladies. Ja, wenn ich die schon wieder sehe, dann kriegst du ja auch schon hier alles zu viel. Ja, war ja klar, dass sie zu mir kommen. Ist jetzt natürlich ein bisschen... Ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Weil ich nämlich gleich am Sterben bin. Ah, die Level werden doch ein bisschen härter und ein bisschen länger jetzt bis schon mal. Aber es ist gnädig, wie wir finden, nach jedem Kampf hier genügend Gesundheit. Um uns hier einmal nochmal ordentlich frisch durchzukämpfen. Nur ordentlich durchzukämpfen. Ihr schon wieder? das denke ich mir auch. Na komm. Aber ob wir hier vielleicht auch... Gut. Ich bezweifle es zwar, aber ob man hier vielleicht auch einen Roboter steuern darf, so wie in Resistance 1. Och nee. Ernsthaft. Und der andere Typ kommt mir von hinten, oder was? Und
macht mir Gesellschaft. Nee, okay. Ha, diesmal keiner von hinten, sehr schön. Aber der Razor ist... Rutsche ich da runter? Nee, okay. Das sah halt echt so aus. Also ich hatte jetzt wirklich sehr, sehr stark... So, da ist Wasser. Okay. Das sah so aus, als ob ich da runterrutsche. Ah, irgend so eine Superschallattacke. Auch nervig. Na gut. Wir werden uns auf jeden Fall mal ganz kurz frische Luft holen. Einmal Luft schnappen und dann einmal wieder abtauchen und dann wirklich mal nach vorne tauchen. Da irgendwas drinne. Hier wird es auch hundertprozentig auch wieder irgendwo Collectibles geben. Wir haben ja eins zumindest eins Mal gefunden. Das war es dann aber auch. Wie gesagt, ich werde danach auch nicht explizit suchen, weil ist halt nicht so meins. Boah, das sind aber schon wieder viele. Na. Sehr schön. Schwere Fehlfunktion. Aber wie schnell die Drohnen halt kaputt gehen, das finde ich halt natürlich mega nice an der Razor. So. Was mir auch so ein bisschen gerade einfällt, ich könnte... Ja gut, dann bräuchte ich halt wieder PS Plus. Aber ich könnte eigentlich mal wieder ein paar Parts Dingens raushauen. Crash Team Racing Multiplayer. Weil das ist halt so glaub gefühlt so eine Marktlücke immer noch auf YouTube. Die Frage ist halt, der Hype rund um Crash Team Racing hielt auch nicht wirklich lange an, muss man dazu mal sagen. Oh shit. Ich hasse es, wenn ich nicht schnell schwimmen kann. Shit. Ah, das war ultra knapp. Nichtsdestotrotz müsste ich hier noch irgendwo... Genau. Noch zumindest ein bisschen Energie haben. Ja, so wie einen guten alten Tomb Raider, wie auch immer man das halt aussprechen würde. Eigentlich ist es, glaube ich, Tomb Raider, ne? Auch da war es ja immer so ein kleines Problem mit der Luft. Da musstest du halt wirklich perfekt immer schwimmen. Und man hat da sogar wieder ein bisschen... Lebensenergie. Die Frage ist halt, wie ich die Lebensenergie einsammle. Okay, ich dachte... Och nee, geht weg. Okay. Keine Ahnung, wie ich dem Ding ausgewichen bin, aber ich bin dem ausgewichen. Was kommt da jetzt schon wieder? Ja, moin. Entspann dich, Kollege, und wollen wir ganz kurz mal mein Granatwehr versuchen. So, jetzt können wir weiter diskutieren. Jetzt hast du ein paar Granaten abbekommen, fängst schon an. Aber dass der immer noch nicht auf mich schießt, ich verstehe es nicht. Also, keine Ahnung, ob der mich einfach nicht erfassen kann. Die Typen sind mir sehr, sehr suspekt. Die waren im Teil in Resistance 1. Ja, ich ziehe gerade viele Vergleiche dazu. Weil es ist halt nun mal vorher rausgekommen. Bin ich zumindest der Meinung. Muss ja. Munition für Lag aufgenommen. Es muss ja Vorteil 1 auch rausgekommen sein. Und Vorteil 2. Also. Ansonsten könnte man nicht schreiben. Hey, pass auf, das Spiel zwischen Teil 1 und 2. Ja. Also muss es ja mindestens nach Teil 1 rausgekommen sein. Ist logisch, ne? Und es ist halt auch der einzige Teil, den ich bis jetzt gespielt habe. Und in dem ersten und in Resistance 1 waren die halt ein bisschen stärker. Was zur Hölle? Verflucht, nein, nicht sie. James, holen Sie mich heraus! Helfen Sie mir! Helfen Sie mir! Oh, ich soll snipen. Okay, dann tun wir halt mal snipen. Machen wir ein bisschen Snipey-Pipey-Action. Oh, fuck. Hab ich den gekriegt?
Nein, habe ich auf jeden Fall nicht gekriegt. Das ist natürlich jetzt suboptimal, dass ich einfach nur ins Gesicht gerade davon von denen bekomme. Ich kann das Ding von innen nicht öffnen. Alter, beruhig dich, Olle. Oh fuck. Alter, wenn ich mich jetzt mal für eine Waffe entscheiden könnte, ne? Das wäre halt optimal. Ich denke aber trotzdem mal, dass ich hier snipen soll, wenn ich jetzt mal so die Munitionsanzahl der... Wo sind Sie, James? Alter, hör auf zu heulen. Ich habe hier gerade Beule am Arsch. Bringt mir überhaupt was? Die Frage ist halt, wie viele kommen hier? Kommen hier unendlich? Also ist das halt wirklich so ein typischer COD-Unendlichkeitsspawner. Und ich muss halt permanent nach vorne gehen, um halt die Leute dann zu stoppen, auf, dass die aufhören zu spawnen. Also hier hätte ich ja ganz gerne Shotgun-Munition. Würde ich sehr gerne feiern. Aber wir kommen so langsam, wir können uns ja so langsam nach vorne schießen. Da war irgend schon wie auf irgendwas, da hat er schon wieder gezoomt. Na, es könnte halt wirklich sein, dass wir halt so einen Unendlichkeitsspawner haben. Das ist halt so lächerlich. Ja, es ist ein Unendlichkeitsspawner, weil wir kriegen auch unendlich Munition hier. Das heißt, wir müssen eine magische Linie hier übertreten, um halt die Boiler aufzuhalten. Sowas mag ich nicht in Spielen, so überhaupt nicht. Dass man halt sagt, pass auf, es sind jetzt Boiler am Start. Klar, die sind in so eine Umwandlungsanlage, macht Sinn. Dass da ein paar mehr so eine Gegner kommen, ist, macht auch Sinn. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber overall ist sowas einfach nervig, weil du kommst halt einfach nicht wirklich nach vorne. Du verballerst deine ganze Munition, die du hast. Und im Endeffekt bist du denn... Ja, ich bin gleich blank halt. Ah, obwohl. Ich habe jetzt nochmal dafür Munition bekommen. Wie gesagt, ja, seht ihr? Ich bin einmal drüber gekommen, über diese imaginäre Linie, nenne ich es jetzt halt mal, und auf einmal hören die Wellen, beziehungsweise die Scharen der Gegner auf. Das war ja auch in COD halt immer so. Achso, ich bin im Aufzug, okay. Und das war halt wirklich nervig. Da sind noch mehr. Aber nun gut. Weil es interessanterweise, die geben uns viel Sniper-Munition. Ich verstehe die Scharfschützen-Munition overall hier nicht. Keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht, dass hier dein nächster Bumster kaputt gemacht wird. Die Frage ist, was soll ich hier machen, wenn ich da drauf drücke? Geht denn das Ding denn auf, oder? Ja. Du bist schleimig. Geben Sie mir eine Waffe. Ich helfe. Ich mach das. Sie müssen sich erholen. Alter. Frage ist halt, warum kriege ich jetzt Lag-Munition? Wir haben jetzt ein paar Wellen. Ja gut, ein paar Gegner. Ist okay. Wir haben auch genug Energie vor uns. Was? Also das ist. Ist das alles? Wo sind die anderen Proben? Sie sind weg. Verloren. Mary muss sie gesichert haben. Wer hat nur seinen Arsch gerettet? Mal nachladen. Ob das mir nicht schon wieder zu teuer wird gerade mit den Granaten. Wir haben keine Zeit mehr. Gehen wir.